Seelenanteile. Habt ihr das auch schon mal gehört? Eins meiner Lieblingsthemen. Denn ich sag's gleich vorweg, gibt's nicht. Es gibt keine Seelenanteile. Die Seele ist immer vollständig und es wird sie auch immer bleiben. Ganz im Gegenteil, sie geht sogar wieder zurück in die Einheit mit Gott. Aber was es wohl gibt, und da wollen wir heute mal drüber reden. Hallo lieber Horst, herzlich willkommen wieder in meiner Sendung. Was es gibt, das sind Bewusstseinsanteile, Energien. So, und das ist das, was andere halt, wenn sie sagen, Seelenanteile, in Wirklichkeit meinen. Genau. Ja, das sehe ich ganz genauso. Manchmal ist es sogar so, dass ich während des Arbeitens, wenn der Begriff Seelenanteile fällt, meine, ich muss das erklären. Es gibt keine verlorenen Seelenanteile. Ich kann das nur genauso bestätigen, genauso auch aus der Erfahrung der vielen Sitzungen heraus sagen, wie du das gerade beschrieben hast. Es gibt Energien, die sich dann an den Körper so plupp dranheften. Ja. Und das, was andere als verlorenen Seelenanteil bezeichnen, neutralisieren oder ummanteln. Mhm. Und somit ist dieser Bewusstseinsanteil, dieses Fühlen, dieses Denken gekapselt. Ja. Oder das ist wie wenn man hier eine Plusschwingung hat und hier eine Minusschwingung, da geht die Minusschwingung da dran, dann ist es neutral. Ja. Und das können wir aber, indem wir das wieder wegnehmen, freilegen, indem wir halt mit diesen Energien arbeiten. Deswegen auch Energiearbeit, Energiemedizin und so weiter. Und dann können wir das auch transformieren und diese Energien von uns aus bewusst neutralisieren und damit diese Themen, damit also auch diese Energien loswerden. Genau, das wären solche Schwingungen, Frequenzen, Energien, die sozusagen gar nicht in unser Seelenkleid, nenne ich das jetzt mal so als Begriff, habe ich auch so noch nie gesagt, so in unser Seelenkleid gar nicht reingehören. Ne? Dass die sich einfach wieder dahin bewegen, wo sie hingehören. Aber wir brauchen die nicht. Genauso ist es bei diesen Bewusstseinsanteilen, das Wort, was du vorhin benutzt hast, wenn Frequenzen, vielleicht mal nur so ein Beispiel, damit der Zuhörer, Zuschauer eben auch weiß, ja, wenn die von Schwingung, von Frequenz, von Energie reden, wovon reden sie denn? Seelenanteile, Bewusstseinsanteile sind in diesem Moment halt alles, Leichtigkeit, Lebensfreude, Mut, Stärke, Stolz, Kraft und so weiter. Das sind alles ja letztlich immer Schwingungen, immer Frequenzen. Wenn ich um so ein Beispiel, was passiert denn zum Beispiel in einem Moment, wo mir so eine Energie, in Gänsefüßchen gesagt, abhanden kommt? Denn ob sie wirklich abhanden kommt, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Was passiert denn? Ich erlebe eine ganz traurige Situation. Ein Mensch verlässt mich. Auf welche Weise immer. Einfach das Verlassen im Leben oder Sterben oder was auch immer. Und ich bin total traurig, tief traurig und komme gar nicht mehr wirklich in meine Lebensfreude. Die Lebensfreude ist in der Lebensphase einfach weg. Und viele sagen dann nachher, ja, seit der Mensch mich verlassen hat oder seit ich diese Situation erlebt habe, ist meine Lebensfreude weg. Das ist so ein typisches Beispiel für diese Frequenz ist einfach nicht mehr, man könnte sagen, nicht mehr in ihrer alten Kraft, in ihrer alten Schwingung, in ihrer alten Ausdehnung. Ne? Nicht mehr, wie Frequenzen halt sind, so richtig schöne Amplituden, schön rauf und runter, schön gefüllt und so weiter. Und plötzlich sind die nur noch ganz flach. Die sind nur noch so ganz unterschwellig da. Und in solchen Momenten reicht das ganz, ganz oft, sich dessen mal bewusst zu werden. Ja, das ist einfach eine Energie, die habe ich immer zur Verfügung gehabt und plötzlich war sie weg. Ja, wann war das denn? Ja, nachdem ich diesen Mensch verloren habe. Ja, ist es denn immer noch für dich so traurig, diesen Mensch verloren zu haben? Ja, eigentlich nicht, aber die Lebensfreude ist immer noch nicht da. Ja, dann erlaube ihr doch, wieder zurückzukommen. Es ist doch deine. Lade doch diese Energie, diese Frequenz, die ja ein Bewusstseinsanteil von dir ist, lade sie doch ein, wieder in dein Leben zurückzukehren. Und das gelingt ganz, ganz oft, sodass man auch nur da wieder seinen Horizont öffnen darf, das als Energie, als Schwingung, Frequenz betrachten darf, als ein Teil des Ganzen, der nie verschwunden sein kann. Und jetzt darf ich den endlich wieder fühlen, ich integriere ihn sozusagen wieder in mir. Er darf wieder aktiv sein.
Das ist so wie ein Mensch, der lange, lange Zeit vergessen hat zu lachen, weil ihm das Lachen mal irgendwann vergangen ist. Und dann kommt jemand und erzählt mal einen total lustigen Witz, der ihn mal richtig trifft. Und er beginnt wieder zu lachen. Genau so ist das im Grunde genommen zu sehen. Also wir dürfen wieder erlauben, dass Energien, die länger nicht in unserem wirklichen Tagesbewusstsein waren, dass sie wieder zurückkehren und ihren Platz wieder einnehmen. Ich kriege gerade ein tolles Bild dazu. Mhm. Und zwar, vor mir ist ein riesen Mischpult. Ja. Und davor ist ein Orchester. Und jedes Instrument hat einen Regler. Und am Anfang, wenn wir anfangen, sind alle Regler oben. Mhm. Und jetzt kommt irgendeiner, so ganz heimlich oder auch mal richtig mal mächtig, und schiebt ein paar Regler runter. Mhm. So, und wenn die dann plötzlich ganz unten sind, wie zum Beispiel der Regler der Lebensfreude, was wir gerade hatten, ja, dann höre ich die natürlich nicht mehr. Mhm. Dann spüre ich sie nicht mehr. Ja. Es muss ich irgendeinen Trick finden, den Regler einfach wieder hochzuschieben. Mhm. Und dann ist die Lebensfreude wieder da. Ja. Ich glaube, das ist das schönste genau, Bild, was mir gerade gekommen genau, ist. Genau, ich habe dann, denkt da jetzt gerade, wenn es ein bestimmtes Instrument ist, was vielleicht für die Lebensfreude steht, ich weiß nicht, die Trompete vielleicht oder das Saxophon oder so, ne? Und dann hört sich das Orchester auch total unrund an. Wenn es ne? fehlt. Dann ist, da ja, fehlt ja. einfach was. Ja. Ne? Und dass man dann halt eben merkt, okay, da fehlt doch irgendwas. Und dass einem das mal bewusst wird, hey, das Saxophon fehlt oder ne, das und das fehlt. Und ich bin selber in der Lage, so als der Schöpfer meiner Realität, diese Regler wieder hochzuschieben. Ja. Genauso ja. wie ich habe mir irgendwann erlaubt, glücklich zu sein. Mhm. Ich habe einfach gesagt, ich entscheide jetzt in diesem Moment, ab jetzt bin ich wieder glücklich. Weil ich hatte gemeint, ich bin gar nicht mehr glücklich. Wieso? Mhm. Wieso eigentlich nicht, habe ich mir gedacht. So ein Quatsch. Ja. Ich erlaube mir das jetzt, ich entscheide mich jetzt fürs Glücklichsein. Ja. Und von dem Moment an bis heute bin ich glücklich. Ja. Denn wenn man Herausforderungen hat, wenn man Probleme hat, wenn irgendwelche großen Sachen passieren, wenn man Menschen verliert, was auch immer im Leben passiert, egal wie schlimm es ist, gucken, wo liegt das Geschenk für mich da drin? Ja. Anders ausgedrückt, was ist der Sinn dahinter? Hm. Aber wenn man das Geschenk allein schon nennt, das hört sich schon viel positiver an. Denn jedes Ereignis im Leben, egal wie es ist, hat ein Geschenk in sich. Und wenn wir das erkennen, dann können wir viel leichter und schöner im Leben vorwärts gehen. Hm. Genau, das sind dann die Momente, die wir in einer anderen Situation, in einem anderen Film, nenne ich es mal, so erlebt haben, den Perspektivwechsel zu gehen. Dass man in dem Moment, wo man merkt, okay, da ist jetzt was passiert und es darf in dem Moment ja auch wirklich gefühlt werden, ne, was es mit mir macht, so diese Trauer oder der Schmerz. Und dass man sich dann aber erlaubt, anschließend nochmal den Blick von draußen einzunehmen. Und wie du gerade gesagt hast, dass man dann eben auch mal guckt, was kann da drin für eine Chance liegen? Die vielen alten Sprichwörter, die wir so kennen, so die Weisheiten der Alten von früher, die gesagt haben, in allem Schlechten oder in allem Negativen liegt auch immer was Gutes. Und das dann so zu entdecken, aber oft, und das ist mir in der Vergangenheit auch oft so gegangen, dass ich dann auch selber so das Gefühl hatte, ja, das, was jetzt da so blöd gelaufen ist, da sollte ich jetzt noch was Gutes drin finden und habe das auch abgelehnt. Und heute gehe ich hin und lehne es nicht mehr ab, sondern sage, ja, genau nach dieser Devise gehe ich vor. Und ich schaue da drauf und gucke wirklich, wo kann da was Gutes drin finden. Und wenn ich es heute vielleicht nicht entdecke, aber dann entdecke ich es vielleicht morgen oder nächste Woche. Genau. Ich will euch ein praktisches Beispiel erzählen, damit ihr seht, dass auch mir sowas passieren kann. Ich war letzte Woche weg zu Aufnahmen. Wir haben wunderbare Aufnahmen gemacht und ich mache dann abends die Kamera nämlich immer mit, weil ich die Filme alle entladen muss und so. Und nächsten Tag wird alles aufgebaut. Mhm. Und dann fangen wir an. Schöne Interviews und wir sind fertig. Und was stelle ich da fest? Hinterher wohlgemerkt. Ich habe ganz vergessen, den Stecker vom Mikrofon wieder in die Kamera zu stecken. War alles für die Katz. Und dann habe ich gesagt, ich könnte mich jetzt ärgern. Nein, ich ärgere mich nicht. Jetzt haben wir erst überlegt, machen wir es neu. Wir hatten keine Energie mehr. Es war vorbei. Okay, sollte nicht sein. Und dann haben wir es gelassen, haben uns verabredet für ein andermal. Dann, geht noch weiter, habe ich mir gedacht, ich habe ja auf der zweiten Kamera immer so ein Notersatzmikrofon, was immer mitläuft, so genau für solche Fälle. Und ich, ach, jetzt gucke ich mir mal die Spur an. Vielleicht können wir es retten. Ne? Hm. Und das erste Mal, dass das passiert ist, auf dieser Spur, man kann zwar verstehen, was wir sagen, aber es ist ein Brumm drauf. Hm. Auf Deutsch kannst du vergessen. Ja. Nicht zu gebrauchen. So, und das war der letzte Beweis, obwohl es mir vorher schon fast klar war, das sollte nicht sein an dem Tag. Hm.
Ja. Warum? Ich weiß es noch nicht. Sobald ich es weiß, werde ich es berichten. Hm. Aber kann ich gerade noch nicht sagen. Es wird aber irgendeinen Grund haben. Ja. Vielleicht war es zu früh für diese Informationen. Vielleicht sollen die nicht so, wie sie gesagt wurden, raus. Oder. Ich vertraue da voll und ganz auf unsere geistige Führung. Ja. Okay, sollte gerade nicht sein. Ja. Oder nimm mal ein anderes Beispiel. Wenn du willst losfahren und da kommt noch ein wichtiger Anruf. Hm. Oder irgendwas geht mit dem Auto nicht. Oder dir fällt, ich muss jetzt noch tanken. Das wollte ich ja gestern machen, habe ich vergessen. Aber all diese Kleinigkeiten, was passiert dadurch? Du fährst ein bisschen später los zum Beispiel. Mhm. Oder nehmen wir es doch andersrum. Du bist morgen so gut drauf, dass du sagst, ich wollte ja eigentlich um 9 losfahren, aber was mache ich bis dahin? Quatsch, komm, fahr um 8 los. So ein richtig gutes Gefühl. Dann soll das auch sein, weil dann fährst du deswegen zu der anderen Zeit los, nehme ich es mal allgemein, damit du nicht zum Beispiel in einen Unfall gerätst. Oder wenn du den Tag vorher um eine freie Fahrt gebeten hast, damit du genau diese freie Fahrt auch bekommst. Mhm. Da ist es dann wichtig, auf die Impulse zu achten, die wir bekommen. Ne? Wie bei mir sind es oft die Raben. Wenn sie morgens besonders laut krähen, heißt das, raus, komm. Mhm. Hat einen Grund, steh auf, vertrau mir, passt. Ne? Und es war jedes Mal bis jetzt so, das hat gepasst, ganz genau. Und das sind dann eben Zeichen aus der geistigen Welt, die wir kriegen. Die haben jetzt zwar nichts mit Seelenanteilen direkt zu tun, passt aber auch zum Thema ganz gut dazu. Es passt zum Thema und vielleicht ist es auch in Zukunft bei uns und bei euch Betrachtern, Beobachtern, Zuschauern so, dass ihr auf solche Zeichen achtet und wirklich mal reinfühlt, was ist mir denn in der letzten Zeit vielleicht durchgegangen oder wo spüre ich denn, dass da irgendetwas in mir fehlt? Denn wenn man dann mal genau reflektiert, wenn man eine Situation erlebt und vielleicht so eine Art Rückzieher macht, wo man denkt, früher hätte ich den Mut gehabt, das zu machen. Wo ist denn mein Mut geblieben? Oder dass man das Gefühl hat, da fehlt mir, früher hätte ich in Leichtigkeit das Ganze jetzt gemacht und es wäre einfach erledigt gewesen. Oder ich erlebe heute oft, dass ich schon mal so Phasen, so Tage habe, wo es ein bisschen schwerer von der Hand geht oder ich mich dann lieber nochmal hinsetze und denke, ach nee, hast jetzt nicht wirklich die Lust dazu, das zu machen. Und wo dann aber so der Anschub kommt, so, jetzt mach noch 3 Minuten Pause. 3 Minuten, die gönnst du dir jetzt auch wirklich. Und machst auch wirklich Pause. Nicht nur so vor dich hin, so träge vor dich hin, sinnieren und unzufrieden sein, sondern mach wirklich Pause. Und dann gehst du nochmal mit neuem Elan da dran. Und wo ich mir diesen Elan dann auch wirklich vornehme und sag so, und jetzt nochmal mit neuer Kraft da dran. Und dann ist so viel so schnell zu erledigen, wie es vorher überhaupt gar nicht möglich war. Nur weil ich dann so sozusagen meine Kraft und meinen Mut und meine Stärke wieder eingeladen habe. Also wir haben da wirklich als Schöpfer unseres Seins, unserer Realität so viele Möglichkeiten. Also ich kann da nur ermutigen, da so der Entdecker zu werden, wie kann ich meine eigene Kraft wieder aktivieren und dann auch vielleicht dauerhaft wieder in mir zu integrieren, wenn ich ja gespürt habe, den Nachweis, den Beweis habe, diese Energie ist noch da. Die war nicht nur mein kindlicher Mut oder meine kindliche Kraft, sie ist heute noch da. Also erlaube ich mir jetzt, und wenn vielleicht meine geistigen Helfer mich dabei unterstützen können, bitte ich die auch um die Unterstützung. So, und jetzt helft mir, diesen Mut, diese Kraft, diese Power wieder zu integrieren. Das funktioniert ganz, ganz oft. Also testen. Das Leben ist auch so eine Testphase, in der man mit Spaß ausprobieren darf. Und es gibt niemand, der nach einem Ausprobieren und etwas, was mal nicht gelungen ist, sagt, hast du aber blöd gemacht. Nee, im Gegenteil, du selber merkst jedes Mal mehr Spaß am Ausprobieren. Also, test es. Ganz genau, ja. Nun haben wir ja eingangs gesagt, Seelenanteile, und wir möchten uns ja jetzt auf das Wort Bewusstseinsanteile einigen oder Energien. Ja. Und genau damit sind wir nämlich auch bei einem Punkt, dass diese teilweise fehlenden Bewusstseinsanteile oder fehlenden Energien oder auch zu viel falsche Energien, dass wir die wiederum aus einer anderen Inkarnation mitbringen. Ja. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Das sind dann ja Ereignisse gewesen in den anderen Leben, die wir hatten, die sehr einschneidend waren. Mhm. Die also die Seele entweder sehr verletzt haben oder sehr berührt haben. In welcher Richtung auch immer. Was kannst du uns dazu sagen? Dieses
dass wir können die Seelen, so wie es Trennung, war jetzt ja oft Thema, Trennung gibt es nicht. Wir können auch Leben nicht voneinander trennen, weil Informationen, Wissen, Weisheit, Schwingungen, Frequenzen, Bewusstsein fließt immer ineinander über. Wir haben auch sehr viel Informationen zur Verfügung, das überhaupt gar nicht wirklich von uns selber kommt, sondern so aus den Feldern, aus der Matrix fließt auch ganz viel Energie zu uns. Es ist Energie, ist nicht trennbar. Sie fließt und fließt und fließt. So sind Informationen aus früheren Leben ja nichts anderes als Frequenzen, Schwingungen und so weiter. Sie fließen. Und natürlich auch das, was ich als Erfahrung mit anderen Menschen gemacht habe, die mir vielleicht im Heute wieder ganz nah sind. Ich begegne Menschen im Heute und weiß, nur im Unterbewussten weiß ich, okay, mit denen ist mir vielleicht schon mal ganz, ganz, ganz viel Freudiges passiert. Das hat jeder, mit hundertprozentiger Sicherheit jeder von uns schon erlebt, dass man jemand begegnet ist, ob im Bus oder in einer Raststätte oder wo auch immer, wo man das Gefühl hat, oh, der hat aber so eine frohe Natur und der sieht so glücklich und so weiter aus und das macht was mit mir. Ganz oft ist es so, dass diese Seelen uns in irgendeiner Weise schon mal begegnet sind oder ähnliche Seelen und wir spüren einfach, was da für eine Energie rüberschwappt und was es auch mit uns in dem Moment macht. Das Gegenteil haben wir auch öfters mal erlebt, dass man merkt, oh, da mit dem, da gehe ich jetzt lieber auf Distanz. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Dass man sich da so schon freiwillig ein bisschen entfernt. Und so ist das mit allem, was mit Energie zu tun hat. Es fließt einfach alles. Und wir können Leben, wir können Personen, wir können Ereignisse und so weiter nie als getrennt von uns betrachten. Es ist fließend. Und in dem Moment, wo ich das halt begreife, könnte man, das wäre es jetzt im Grunde genommen wäre schon ein Widerspruch, mal Rückführung oder Reinkarnationssitzungen zu machen. Man sagt, naja, wenn ja alles da ist und gleichzeitig da ist, dann brauche ich ja nie irgendwo hinzugucken, was ist ja da. Rückführung ist auch gar nicht so zu verstehen, dass man sagt, ich gucke immer in die Vergangenheit oder so. Ich gucke ja eigentlich gar nicht in die Vergangenheit, ich gucke ja ins Bewusstsein. Ich gucke ja in die Energie, in die energetischen Verhältnisse von allem, was ist. Und das ist spannend. Ich gucke im Grunde genommen immer in die Gegenwart. In den Fluss der Energien. Und wenn ich das so betrachte, dann bekommen Bewusstseinsanteile, Frequenzen, Schwingungen auch einfach einen ganz anderen Sinn. Und dann ist es etwas, mit dem man umgehen kann, spielerisch umgehen kann. Kinder gehen mit vielen, vielen Dingen spielerisch um, mit denen wir heute über unseren Kopf, also verkopft, wie wir sind, halt oft so kompliziert umgehen. Es könnte vieles viel, viel, viel einfacher sein. Und wie, als du das vorhin noch gesagt hast, mit den Energien, die sich dann so manchmal an uns angehaftet haben, so als Bewusstseinsanteile, Frequenzen von irgendjemand anderem. Wir haben mal eine Übung gemacht, in so einem kleinen Kreis mit mehreren Personen, in denen es genau um solche Frequenzen ging, wo man das Gefühl hatte, das ist eine Frequenz, die gehört einfach nicht zu mir. Da haben wir wie Weihnachten. Ne? Da liegt ein Haufen Geschenke, ein Haufen Präsente auf dem Boden. Und für wen ist denn dieses Präsent? Da hat einer ein Namensschildchen drauf. Ach, das ist für Helmut, das ist für Otto, das ist für Klaus, das ist für Mathilda und so weiter. Und dann werden die einfach so hin und her geschoben. Und mit diesen Energien, mit diesen Frequenzen kann ich das genauso machen. Also ich kann dann sagen, okay, dieses Päckchen, Seelenanteil oder Bewusstseinsanteil, welchen Begriff du dem jetzt gibst, dieses Päckchen, das ist meins. Da ist Lebensfreude drin und das will ich jetzt zurückhaben, das ist meins. Und da ist eine Energie, ich kann dir gar keinen wirklichen Namen geben, aber ich spüre, das ist nicht meine. Ne? Und das gebe ich jetzt einfach mal ins Feld zurück. Haben das vorhin mal so in einem anderen Beispiel gehabt, das gebe ich jetzt an den Ursprung zurück, an den Urheber, ne? Urheberrecht, ne? Kennen wir ja so. Ne? Als Urheberrecht ist das jetzt, ne? Andreas, das ist dein Päckchen, da ist jetzt deine Lebensfreude und ich merke, ich habe 100% Lebensfreude und das gebe ich dir jetzt als Päckchen. Ne? So nimmt jeder sein Päckchen und gibt die anderen Päckchen wieder zurück.
Das, was du gerade angesprochen hast, das hatten wir nicht im anderen Film, sondern in unserem Zwischengespräch. Ja. Deswegen möchte ich es jetzt kurz erklären. Ich greife es jetzt auf, egal wo es auf unserer Liste steht. Ja. Und zwar, wir haben uns darüber unterhalten, wenn wir einen Angriff erfahren. Mhm. Was weiß ich, erstmal einen verbalen Angriff. Ja. Oder per E-Mail. Oder wir werden beleidigt oder irgendwas. Das trifft uns in der Regel im Solarplexus. Mhm. Und das tut richtig weh. Und es gibt einen so einfachen Trick, und den will ich euch jetzt sofort verraten. Das ist nämlich der uralte Spruch, dieses Kompliment gebe ich ungebraucht zurück. Und wir können den noch ein bisschen weiter umformulieren, um es auch mit positiven Worten zu nehmen. Ne? Ich gebe diese Energie vollständig an den Absender zurück oder ich gebe diese Energie vollständig an das Göttliche zurück. Mhm. Und ihr müsst mal hier fühlen, wenn ihr das macht, wie toll das funktioniert. Es ist sofort weg. Und das ist eine Sache, die wirklich sofort funktioniert. Ich habe mal so E-Mail gekriegt von jemandem, also das war richtig heftig, was da kam. Ich habe sofort mich hingesetzt vor die E-Mail, bin ein Stück zurück, habe mich vom Computer gesetzt und habe gesagt, ich gebe diese Energie vollständig zurück. Mhm. Und das hat super funktioniert. Ja. Ich war es los und das Thema war dann nämlich auch erledigt. Das hat die andere Person wohl empfangen und das war es dann. Mhm. Später habe ich dann gelernt, es ans Göttliche zurückzugeben, weil das wird dann transformiert. Mhm. Das ist dann die höhere Schule. Aber es ist egal, was man macht, um sich selbst zu schützen, geht beides erstmal. Ja. Ne? Absolut, kann ich nur ganz, ganz dick unterstreichen. Weil es auch für einen selber es ist. Zum einen, das wir sprechen dann ganz oft von Schutz, aber es ist gar nicht so, das ist gar nicht so das Thema Schutz. Es ist die Selbstbestimmtheit, dass ich selber für mich entscheiden darf, wer bin ich, was bin ich und was ist mir wichtig. Und eben auch sagen zu können, die Dinge, die nicht mein sind, die dürfen auch da bleiben, wo sie herkommen. Oder aus meinem Feld draußen bleiben. Ich habe das mal in irgendeinem unserer ersten Videos so erzählt, dass wir von einer Freundin mit der Kleinen, die war damals 3 Jahre alt, bei irgendeiner Festivität, wo es ihr zu viel wurde, hat sie sich hingestellt und hat zu allen Erwachsenen, die um sie rum waren, gesagt, stopp, ich will das nicht. Und wir waren alle als Erwachsene so perplex, dass die 3-Jährige das so machte. Aber sie hat so eine Wirkung gehabt in dem Moment und so eine Klarheit und so eine Kraft und so eine Stärke. Ich habe mir das immer gemerkt, das ist für mich immer ein tolles Bild dafür gewesen, klar auszudrücken, nein, ich will das nicht. Ich weiß, wer ich bin und was ich bin und ich will jetzt meine Ruhe haben und macht ihr, was ihr wollt. Also darf eure Energie bei euch bleiben und ich darf in meiner Ruhe bleiben und in meinem Frieden und so weiter. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sehen, manche Kinder wissen das. Die wissen das noch, weil sie das irgendwann gelernt haben in irgendeinem früheren Leben oder sie tragen es einfach als innere Weisheit in sich. Auf das Thema steigen wir im nächsten Video nochmal richtig intensiv ein. Da habe ich auch noch einige Informationen. Jetzt für dieses Video sage ich erstmal danke, lieber Horst, dass du wieder bei mir warst und dass wir darüber sprechen konnten. Und ja, vielleicht nehmt ihr ja auch was davon mit. Wir haben euch ja nun ein paar tolle praktische Tipps gegeben. Eigentlich schon sehr, sehr viele. Ne? War sehr bewegend, das Video. Und ja, schreibt mal eure Erfahrungen und Erlebnisse einfach unten in die Kommentare rein. Und dann können wir daraus wieder einen schönen Dialog entwickeln. Oder wir machen ein neues Video, wenn wir da viele neue Sachen sehen. Mhm. In dem Sinne sagen wir von hier aus erstmal danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Thank you.